Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar machen wir heute ein glänzendes Schicksal Mini Tin Display auf. Ja, wir nehmen ein paar Videos nach oder holen ein paar Videos nach, die wir nicht machen konnten zu Release. Und zwar machen wir jetzt, wie gesagt, dieses wunderschöne Display auf. Da sind 10 Mini Tins drin. Nice. Die könnt ihr auch noch im Shop bekommen. Sind aktuell für UVP drin. Die sollten natürlich ausverkauft sein, wovon ich nicht ausgehe. Wenn ihr theoretisch ein Display haben wollt, dann kauft jede Tin zweimal, die es gibt, und schreibt bei, dass ihr ein Display haben wollt. Dann kriegt ihr auch so ein wunderschönes Display. Und haben wir da unsere Langzeitpraktikantin dabei. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ich glaube, du hast Bock, wieder ein paar schöne Hits rauszuholen. Ne? Auf jeden Fall. Einen wunderschönen Mini-Tin-Display. Warte, jetzt müssen wir wieder ein doofes Gesicht machen. Geil. Okay. Warte. Der Hammer. Und ja, ich würde sagen, wir haben 20 Booster glänzendes Schicksal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein und gucken, was hier so Schönes bei rumkommt. Es ist immer wieder herrlich, diese Tinboxen. Es ist wunderbar, sie aufzumachen. Und, so, Leute. Nee, nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben wir hier, wie gesagt, immer so eine schöne Karte, eine Coin. Die muss nicht immer Mewtwo sein, tatsächlich. Nee. Und schauen wir mal, was das Ganze jetzt gönnen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das vielleicht jetzt gerade nicht so richtig gönnen könnte, weil wir ein Video aufnehmen dazu. Aber... Und es nicht der Stream ist. Ja, aber in den Streams selber haben die immer extrem gut gegönnt. Wir haben ja auch die Breaks dazu gemacht. Ich glaube tatsächlich alle Gluraks, die ich bis jetzt gezogen habe aus den Streams, die kamen alle aus Minitins. Ja, waren eine aus einer ETB, aber der Rest war Minitin. Aus der englischen Shiny Cats ETB. Ja, genau. Yes, so, wir haben Motineva, eine wunderschöne Holo-Karte. Ach ja, ist sehr wohl. Und? Kamehameha, erste Pixel. Leider immerhin eine Holo. Wir werden ja den letzten Break so glänzen. Das hatten wir auch fast eigentlich nur mit Mini-Tins. Das hat auch wieder reingegönnt. Das hat so gut gegönnt. Ist halt, da waren so viele Goldkarten und E-Mails. Gold, Shinies, Rainbow, zwei Gluraks. Also, Scheinluxen waren auf dem Haufen. Schade. Ich kann nicht mehr reden. Oh, die gute Anni kann nicht mehr reden. Wie gesagt, wenn ihr mehr Videos mit Anni sehen wollt, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Würde uns sehr, sehr freuen. Yes. Weil das ist immer witzig. Wow, Alter, ich habe schon wieder Motineva. Sarude. Jetzt tatsächlich auch aus einer Tin. Und, nice. Guck mal, die ersten Tins haben schon mal gegönnt. Ich wollte gerade sagen, sehr geil. Für eine Mini-Tin. Ich finde es halt immer geil, wenn du dir so zwei Booster kaufst und dann einen Shiny draus ziehst. Vor allem eine große Fall. Mit einem Wardrom hier. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nice, ist mal Zinga. Kannst du schon mal die nächste Tin aufmachen? Jo, ich brauche ein paar. Ja, brauche ein bisschen. Ich finde auch Gordraum mittlerweile nicht mehr so nervig, tatsächlich. Weil irgendwie, man zieht es nicht mehr. Jetzt ziehst du ja Olangar. Ja, genau, man zieht jetzt Olangar irgendwie 20 Mal. Deswegen finde ich Gordraum dann schon fast wieder ganz cool. So, wir gucken auf jeden Fall mal. Aber hier brauchen wir noch mal einen Durak ziehen. Das wäre cool, ne? Ja, Mann. Einfach. Einfach, ja, Mann. Einfach ein Durak aus den Minitins. Wer hat schon mal. Legendär, sagen wir es mal so. Diesen Moment kennen wir ja mittlerweile. Den legendären Glurak-Moment. Den legendären Glurak-Moment aus Minitins. Was war Ihr Glurak-Moment? So. Am Luxio, ein Bolelol. Mopeko. Mogon. Mirax, Evaro Holo. Die Oma. Ja, ich sag dazu auch, das ist die Oma. Und. Nice. Kramor. Also, nächste Tin bei dir. Hat bei mir wieder gegönnt, auf jeden Fall. Sehr nice. Wunderschöne Kramor in Shiny. Mit Pixar und eiserner Flügel. Ich finde die kleinen Shinies so schön. Ja, Mann. Wie gesagt, ich feiere die auch extrem. Ich feiere die, wie gesagt, schon mehr als die. Als die Große. Ich habe ja noch ein Apekle hast du ja noch, Anni. Apekle. So, komm. Ich muss jetzt aber aus der zweiten Tin auch wieder was holen. Na dann. Wäre auf jeden Fall mal ganz nett. Würde ich mal so. Ja, ne. Wäre ganz schick. Wäre ganz schick. Rotom, Jirobius. Die gute Bellatrix, ja. Lol. Zweimal Kotomi. Ja, es kommt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber bei glänzenden Schicksal kommt das irgendwie häufiger vor, dass du wirklich mal doppelte Karten im Booster hast. Interessant. Ich meine, das Set ist ja auch extrem klein, aber trotzdem. Mhm. Der Rose. Auch wieder eine sehr geile Tin bei dir und vielleicht auf noch was? Auf jeden Fall, nee. Ah, sad. Ich habe leider aber gar nichts für auf der Tin. Zwei Hits, eine kleine Shiny und Rose. Schon sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Weil ich meine, ihr seht es, Leute, es kann natürlich bei einer Mini-Tin auch passieren, dass man, wenn man sich mal nur eine einzige kauft, der Bierbock Rose, echt fein. Ich finde den so gut. Wie gesagt, ich finde, der braucht nur noch ein Eis in der Hand oder so und dann wäre das Bild so komplett. Ja. Oder so ein. Oder so eine Limo oder sonst irgendwas. Ja, irgendwie sowas.
Ja, was ich sagen wollte, es kann halt, ihr seht halt, ne, wenn die Packs sind halt maximal durchgeschaffelt, es kann halt mal passieren, dass man halt einfach mal einer Tinbox einfach nichts sieht. Da fragt ihr auch immer so, welche Produkte haben denn die beste Pull-Rate? Es gibt eigentlich keine produktübergreifende Pull-Rate, sagen wir es einfach. Also keine produkteigene Pull-Rate, das meine ich. Weil die Packs werden ja alle soweit, also soweit ich das weiß, einfach hergestellt und dann die Produkte reingeworfen. Und da ist es nicht dass klar, zum Beispiel die Minitins, da machen wir jetzt mehr Hits rein. Das kann einem halt einfach so vorkommen, dass zum Beispiel die Minitins dann in unserem Falle einfach ein bisschen mehr gönnen, weil es halt einfach bei uns einfach glücksmäßig so war. Das ist richtig, das aber ist richtig. Und, X-Bart. Und Knackleon. Ist immer ein Hit. Immerhin Scheibe. Aber ich sag mal so, wenn man halt, keine Ahnung, irgendwie einen versucht eine statistische Auswertung zu machen. Wenn man es wirklich wissenschaftlich machen würde, sollte man aus allen Produkten gleich kommen, was man natürlich nicht macht. Aber nur, weil, wie gesagt, ihr fragt ja öfters mal danach. Aber wie gesagt, die Minitins haben irgendwie wirklich das Gefühl, als würden sie am meisten gönnen irgendwie. Das ist tatsächlich richtig. Ibarak, Kupfanti. Ich glaube, bei mir hat bis jetzt auch noch keine Minitin Malm so richtig reingehauen, Jan Mega. Tuska. Leider bei mir zwei Minitins in Folge, die leider nichts drin hatten. Bei mir war es jetzt die erste. Wir haben ja noch. Das halbe Display haben wir ja mehr oder weniger. Das heißt, da kann alles noch rauskommen. Und spätestens, wenn jetzt gleich noch das Jura kommt, wovon ich sehr davon ausgehe. Wieso? Dann könnten wir das auf jeden Fall gut hinbekommen. So. Zwei Packs. Ich finde die Minitins vor allem ganz schön, wenn man sich einfach nur so was Kleines kaufen will, ne? Auf jeden Fall. Einfach eine Minitins, zwei Packs. Rein da. So. Was für zwischendurch? Was für zwischendurch kommt, damit es dasselbe Pack. Ach, Mann, nicht. Tropius. Oh, Tropius braucht man eine Ultra Rare. Ah ja, oder das ist hart feiern. Das wäre witzig. Barbelly. Einmal Picker. Bouts. Juni. Komm. Was und? Oh, Kyogre. Nice. Immerhin Amazing Rare. Hashtag immerhin der Amazing Rare. Das heißt immerhin, Amazing Rare ist cool. Sehr geil. Auf jeden Fall mal ein Hit. Ich habe leider jetzt 5 Packs in Folge gar nichts, ne? Was machst denn du? Ja, weiß ich nicht. Tut mir leid. Nee. Ich lasse sie, das ist egal, ob ich mit Dennis oder sonst jemand aufnehme, ich lasse das Pack lag immer für mein Gegenüber. Ich bin da einfach zu nett, ich weiß. Du bist gütig. So gütig. Bin zu gütig. So gütig. Zu gütig. So. Du von Team Yell. Balduin, Tropius, ein Weberer, Chimpep. Snomnom, Knackleon ist am Start. Balduin! Yes, let's go! Den Boy feiere ich. Und Smogmog. Ja, aber nice. Guck mal, das ist das Trainer Full Art Tin Display. Ja. Geil. Stimmt. Ah, Balduin, ich weiß nicht, ich feiere diese Karte. Ich weiß nicht, warum. Balduin ist so. Balduin ist halt gut. Einfach. Balduin ist einfach eine Legende. Das kannst du halt sagen, was du willst, ne? Ich frag mich, wie die drauf gekommen sind, damals Balduin zu machen. Keine Ahnung. Wir brauchen jemanden, der aussieht wie ein Pokéball und redet und läuft. Ja, genau. Sie sind angestellt. Danke. Sie haben den Job. Perfekt. So. Oh je. Leute, 4 Booster haben wir noch. Da könnten wir jetzt noch gut was rausholen. Ah, ist sehr nice. Das kann halt auch mal hier mit drin sein. Man weiß jetzt nicht genau, wenn ihr die Evolicon haben wollt, welche jetzt. Also, ob die Coin jetzt nur in der Zerbut hin. Ja, es ist komplett random, wo die drin ist. So. Anni, 4 Booster haben wir noch. Einen dicken Hit will ich noch sehen. Na, dann streng wir uns einen mal dicken Hit will ich noch sehen. Luxio. Ein Trobius. Kotomi. Cortini, Kupfanti, Weberak, Kamehaps. Oh, sehr wohl. Ein Hit auf jeden Fall mal. Und Bulli. Bis jetzt. Ich habe noch keine Shiny gezogen tatsächlich. Doch, das Mazinga. Ist richtig. Ansonsten. Gut, ich habe auch erst nur 2 Shiny. Da komm, Leute. Die letzten beiden Packs, die gönnen doch jetzt mal noch was. Wir holen jetzt nochmal die Karren aus dem Dreck. Bitte? Nicht Karin den Karren aus dem Dreck. Wie Karren aus dem Dreck? Was mit Karren im Dreck? Das weiß man nicht. Arme Karte. Such nach ihrer Cynthia Bullard. Such nach ihrer Cynthia Bullard-Karte. So, Leute, letztes Booster. Gönn. Wir haben Luxio. Jo. Du von Team Yell. Morpeko. Kamehaps. Cortini. Evoli bei mir. Captivox. Volcanion. Und. Inferno Port. Shiny. Nice. Sehr nice. Oh Gott, die war jetzt aber auch wirklich notwendig. Und es ist wieder der Jebate, weißt du? Hätte ich die so aufgezogen, hätte ich gedacht, ich hätte einen Glurak. Ja, fühle ich. Ja, nice. Aber also, sehr cool. Ich würde sagen,
grundsolide, nicht extrem gut, nicht schlecht. Warte, wie viel jetzt haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, eine Minitin, die quasi nicht gegönnt hat. Aber ich würde sagen, Leute, es ist ein durchschnittlicher Schnitt. Ein okay. durchschnittlicher Schnitt auch einfach gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt gerne die Sachen nach dem Shop auschecken. Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Haben wir im Moment ein bisschen was da, was wir auch gerne an euch durchfeuern. Einfach, weil wir halt ein bisschen was da haben. Und ja, dann sehen wir uns auf Instagram. Ja. Sehr wichtig. Und ansonsten beim nächsten Video. Vielleicht mit Anni wieder. Man weiß es nicht. Leute, lasst ein Like da. Und bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.